Einen wunderschönen guten Abend aus dem verregneten Leinfelden. Wir hoffen, wir können euch mit der heutigen Folge Live und Blau ein bisschen Sonne in den Feierabend bringen. Aber nicht nur das, wir wollen euch nämlich auch 5 gute Gründe liefern, warum das Professional 18-Volt-System bei euch auf der Baustelle und in der Werkstatt auf gar keinen Fall fehlen sollte. Und wenn ich uns sage, dann meine ich damit einmal mich. Ich denke, die meisten von euch haben mich hier schon mal bei Live und Blau gesehen. Kyra mein Name und Roland im Dreamteam mal wieder unterwegs ja, heute. Ja, Mensch, Kyra, ich freue mich, dass ich heute mal wieder dabei bin. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch. Und wenn es um das Thema Akku und 18-Volt-System geht, dann bist du ja definitiv auch der richtige Ansprechpartner. Ist sowieso mein Lieblingsthema, ja. Und auf jeden Fall. Da können wir direkt einsteigen in den ersten Grund. Genau, in die Gründe. Aber Roland, wir haben ja eine ganze Stunde Zeit, deswegen wir sprechen jetzt mal alle Gründe an, würde ich sagen, und später gehen wir dann nochmal ganz ausführlich drauf ein. Ne? Aber schieß los, du stehst schon in ja, den Startlöchern. Ja, erster Grund, wir sind nachher absolut führend in der Akkutechnologie, sag mal, ja, und warum das so ist, das habe ich schon das ein oder andere Mal erklärt, aber wir haben heute einen ganz speziellen Gast, ja. Ja, wir haben heute einen Zellexperten hier bei uns und was der macht und was denn unsere Zellen und unsere Akkus so besonders macht, darauf gehen wir dann später nochmal im Detail ein, würde ich sagen. Ne? Und wenn wir jetzt schon von Akkus sprechen und das ist ja, glaube ich, eins der Argumente, was wir schon ganz häufig euch auch hier vorgestellt haben, ist es unsere Kompatibilität. Ne? Wir sind mit unseren Akkus nicht nur kompatibel rückwärts bis 2008, sondern auch, und da sprechen wir, glaube ich, heute mal über ein neues Thema, in unserer neuen Ampshare-Kooperation erweitern wir eben auch unser Sortiment, das zu unseren 18-Volt-Akkus passt. Und da werden wir euch später auch mal ein paar unserer Partner vorstellen. Ja, da freue ich mich selber schon drauf. Ja, endlich mal zeigen. Würde ich auch sagen. Und wenn es dann auch um das Thema geht, zu welchen Geräten passen denn eigentlich unsere 18-Volt-Akkus, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Haben wir hier schon mal aufbereitet. Ne? Ja. Das breite Produktsortiment. Also ich würde sagen, jeder findet bei uns das Richtige für seine Anwendungen. Und da haben wir einiges zu bieten. Genau. Und natürlich mit den Ampshare-Partnern ist das jetzt eigentlich noch um ein Vielfaches größer Vielfaches geworden, würde ich jetzt mal sagen, ja. Oder? Ja, kann man, glaube ich, mittlerweile ja. Also so sagen. Das passt hier gar nicht alles rein, ja. Nee. Das ist immer so, was dürft man denn alles, so viel können wir gar nicht hier herstellen, ja. So ist es. Genau, und dann stellen wir uns auch mal die Frage, was ist denn eigentlich, wenn eins der Geräte mal nicht mehr so tut, wie es soll? Wir haben definitiv ganz viel Vertrauen in unsere Geräte, weil wir wissen, dass wir hohe Qualität liefern können. Aber es gibt ja immer mal wieder den Fall, dass beispielsweise auch ab Werk ein Fehler auftritt. Und dafür bieten wir unsere 3 Jahre Garantie. Und wie ihr die bekommt, was ihr dafür tun müsst, da bleibt ihr am besten noch ein bisschen dran. Dann erkläre ich euch das später nämlich nochmal. Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Grund für heute. Wenn ich die Werkzeuge mal auf der Baustelle brauche, was brauche ich denn da noch, Roland? Ja, die muss ich ja irgendwie mitnehmen. Dazu haben wir ein riesiges Mobilitätskonzept mit unseren L-Boxen in klein, in groß, in mittel, mit Einlagen, Werkzeugtasche, Umschnallgürtel, alles ein System. Und da ist es eigentlich ideal, entsprechend auf die Baustelle zu fahren. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das sind doch definitiv 5 gute Gründe. Und wenn ihr euch dafür jetzt noch mehr interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran und stellt eure Fragen. Aber da gibt es jemanden, der beantwortet euch die Fragen dann auch im Chat. Und deswegen gehe ich direkt mal rüber zum Benni. Ein System, unbegrenzte Möglichkeiten. Und damit herzlich willkommen auch aus der Social-Media-Ecke hier aus Leinfelden echter Ding. Spannendes Thema heute. Ihr seht es hier über mir. Ich zeige, ja genau, das Professional 18-Volt-System. Und die 5 Gründe, warum das System für euch das beste System für Baustelle und Werkstatt ist. Da freuen wir uns riesig drauf. Vielen Dank für das Intro, Kyra und Roland. Wir haben, wie schon angekündigt, 5 tolle Themen, die wir heute behandeln im Livestream und einen super Special Guest wieder mal aus unserer Akkuentwicklung bzw. der Zellentwicklung. Ein Zellexperte, der Andreas, ist heute bei uns. Da freuen wir uns wieder ganz besonders auf spannende Einblicke von hinter den Kulissen, ja, die man so vielleicht nicht bekommt. Und das macht ja auch unseren Livestream aus. Deswegen laden wir heute nochmal vor unserer Sommerpause gemeinsam die Akkus so richtig auf und freuen uns auf einen interaktiven Stream mit euch.
Ich bin Benny, arbeite im Marketing bei Bosch Professional und bin euer Draht in den Chat. Das heißt, wie immer, ihr stellt eure Fragen, schickt eure Nachrichten in den Chat, nehmt an unseren Umfragen teil. Ich habe auch bereits die erste reingestellt. Wir wollen nämlich von euch wissen, wie viel Bosch Professional 18 Volt Akkugeräte habt ihr denn bereits im Einsatz? Lösen wir dann nachher gemeinsam auf. Und nehmt da fleißig teil, schreibt rein, was ihr wissen wollt an unsere Experten, die Fragen, die ihr habt. Ich sammle die und leite die wie immer direkt ins Studio weiter, sodass wir möglichst viele, möglichst alle von euren Fragen direkt heute Abend beantworten können. Und was wäre ein Live und Blau Livestream ohne Gewinnspiel? Wäre kein Live und Blau Livestream. Richtig. Deswegen, wie immer, zu Beginn die Auflösung des letzten Gewinnspiels. Wir hatten ja im Juni die Folge zu unserem brandneuen 18 Volt Akkugeräten, nämlich von der Baustelle ins Grüne. Und auch passend natürlich heute zum Thema 18 Volt System. Da hatten wir drei tolle Preise im Gewinnspiel. Und zwar einmal ein 4 Amperestunden ProCore Akku, ein Baustellenradio, unser GPB 18V5 SC mit DAB Plus und als Hauptgewinn unser neuestes Produkt hier aus den Gewinnen, unser Freischneider, ja, der GFR 18V23. Und ich will euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen, wer gewonnen hat. Deshalb, ich verkünde euch einfach mal die Gewinner. Den 4 Amperestunden ProCore Akku 18 Volt hat gewonnen der Olaf S. aus Himmernbogen. Also herzlichen Glückwunsch an Olaf. Dann das Radio, also wirklich ein klasse Preis, hat gewonnen der Ralf Z. aus Potsdam. Herzlichen Glückwunsch, Ralf. Du hast bald guten Klang auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Und Hauptgewinn, Freischneider 18 Volt, hat gewonnen der Oliver B. aus Cham. Also auch an dich herzlichen Glückwunsch. Wie immer, ihr werdet nochmal gesondert per E-Mail benachrichtigt und erhaltet dann den Gewinn nach Hause geschickt an die angegebene Adresse. Also super, könnt ihr euch freuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann, wenn die Preise da sind, natürlich auch uns einen kleinen Einblick gebt, wie ihr sie im Einsatz habt. Vielleicht mit einem kleinen Post auf Instagram in der Story oder im Feed. Da blenden wir euch gleich auch nochmal den Instagram-Namen ein. Falls ihr uns noch nicht folgt, macht ein Bild, ein Video, verlinkt uns Bosch Professional Dach und nutzt da den Hashtag MeinBoschPro oder passend zur Sendung Live Bosch Pro Live und Blau. So, jetzt haben wir's. Also, was darf auch heute wieder nicht fehlen? Richtig, auch ein Gewinnspiel passend zur Sendung. Verrate ich euch dann später. Wir bauen zwischenzeitlich dann um und dann könnt ihr natürlich auch heute wieder großartige Preise passend zur Sendung gewinnen. Jetzt sind wir alle sehr gespannt. Laden die Akkus gemeinsam auf. Roland oder Kyra oder ist mittlerweile vielleicht auch schon der Andreas da und erzählt uns was zum ersten Grund für unser Professional 18 Volt Akkusystem. Viel Spaß! Wir haben hier in der Zwischenzeit fliegenden Wechsel gemacht und der viel angekündigte Zellexperte Andreas steht jetzt neben mir. Ja, sag mal, Andreas, was macht denn eigentlich so ein Zellexperte? Erstmal auch noch einen wunderschönen guten Abend von mir. Ja. Ich muss es als Zellexperte natürlich sagen, wir kümmern uns um die mit Abstand wichtigste Komponente von unseren Akkus. Und zwar um die Lithium-Ionen-Zellen, um diese Lithium-Ionen-Rundzellen. Und ihr wisst ja, wir haben eine Menge Tools draußen und eine Menge unterschiedlicher Applikationen und ja, Lastprofile, die da gebraucht werden. Und ausgehend von all diesen Profilen, da müssen wir einfach schauen, dass wir eine allgemeingültige Spezifikation ableiten, mit der wir dann zu den asiatischen Zelllieferanten gehen, die dann für uns die richtige Lithium-Ionen-Zelle entwickeln. Das heißt, wir haben ein Bosch-spezifisches Testverfahren, das teilen wir mit denen. Die müssen die so entwickeln, wie wir das möchten. Und dann gibt es die richtigen Zellen für unsere Akkuprodukte. Sehr schön. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also irgendwie, ehrlich gesagt, dachte ich immer, ihr sitzt in so einem kleinen Kämmerchen und entwickelt da vor euch hin. Und wie haben wir vorhin noch gesagt, ihr schubst da so ein bisschen Atome hin und her. Auch ab und zu, ja. Wie sieht das so aus?
Ja, hauptsächlich natürlich diesen Austausch mit den Lieferanten, natürlich, ja klar, viel per Mail. Mhm. Aber es ist nicht nur, dass wir auf die vertrauen, wenn die uns sagen, die Zelle ist jetzt gut genug für euer Produkt, so könnt ihr die einsetzen, dann reicht uns das nicht. Mhm. Wir testen das auch alles bei uns im Labor. Das heißt, wir haben hier in Leinfelden ein Testlabor für die Lithium-Ionen-Zellen und da wird alles nochmal auf Herz und Nieren durchgeprüft, dass wir auch wirklich sicher gehen, dass wir die besten Zellen in unsere Akkuprodukte reinbringen. Sehr schön. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass wir da immer bestrebt sind, die beste Qualität zu liefern. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, wir entwickeln das natürlich alles für unsere Akkus. Und ich denke, es ist den meisten von euch bekannt, dass wir ja zwei 18-Volt-Akkusysteme, würde ich jetzt mal sagen, haben. Wir haben einmal die ProCore-Akkus und wir haben die normalen GBA-Akkus, wie man so, glaube ich, sagen kann. Vielleicht magst du da gleich nochmal drauf eingehen, was ist denn da der Unterschied, gerade wenn wir eben jetzt über die Zellen sprechen? Genau, also der Hauptunterschied, der ist wirklich die verwendete Lithium-Ionen-Zelle. Ich kann mal hier zwei zeigen. Das ist zum einen das kleinere Format, das wird in den Standard-Akkus oder wie es die Kira sagt, in den normalen Akkus verwendet. Und dann haben wir noch die Hochleistungszellen, 21700 werden die genannt und die kommen eben in den ProCore-Akkus zum Einsatz. Und was ist da jetzt der Vorteil? Also warum ist jetzt der ProCore-Akku, der nicht normale Akku, was bringt mir das als Verwender? Genau. Also im einen, wie gesagt, diese Leistungszelle, die kann einfach viel mehr Strom liefern, mehr Leistung und somit einfach auch mehr Power am Tool. Und wie mein Kollege Patrick immer zu sagen pflegt, der Tod einer jeden Lithium-Ionen-Zelle, das ist die Hitze. Und das Problem, das gehen wir einfach an mit unserem Coolpack. Ja, ich glaube, das haben die einen oder anderen sicher schon gehört und sicher auch schon mal gesehen. Der größte Vorteil, hier mal das Coolpack ohne Zellen und ich habe extra mal einen Akku mitgebracht, wo der schon offen ist, wo man das mal sieht. Die Lithium-Ionen-Zellen, die sind hier komplett eng im Coolpack eingeschlossen. Das heißt, hier gibt es keine Luftspalte, keine Isolation, also das ist nicht wie vielleicht andere Akkus, die es gibt, wie so eine Thermoskanne, sondern die Wärme, die kann hier wirklich optimal von der Lithium-Ionen-Zelle nach außen gebracht werden. Das heißt, innen bleibt es kühl und außen, ja, außen wird es dann schon heiß. Also das heißt Coolpack, aber dass das außen heiß wird, das soll so sein, das ist gut. Und dann gibt es noch einen weiteren Vorteil. Es ist nicht nur so, dass die Wärme gut nach außen gebracht wird, sondern wir haben auch eine sehr homogene Wärmeverteilung in diesem Pack. Das heißt, die Zellen, die werden unterschiedlich, die altern gleichmäßig und eben nicht unterschiedlich. Und es erlaubt uns unter anderem auch schnelles Laden und schnellere Ladeverfahren. Das heißt, also ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich irgendwie mit einem Gerät gearbeitet habe und dann den Akku danach irgendwie gewechselt habe, zum Beispiel auf ein anderes Gerät und dann war der echt heiß, also wirklich warm, wenn ich ihn angefasst habe. Genau, das soll so sein. Ist genau diese Idee hinter dem Coolpack. Genau, hier. Absolut. Okay. Und wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass das vielleicht auch eine Besonderheit ist, wie können wir denn noch uns vom Wettbewerb abgrenzen? Also warum würdest du denn sagen, hier hat Bosch definitiv die führende Akkutechnologie? Also, was sind denn da so die Vorteile? Definitiv natürlich unser Coolpack, das ist sicherlich ein Kernpunkt, Kern-Know-how von uns. Aber auch zusätzlich, wenn wir nochmal den Akku anschauen, wir haben Kupferzellverbinder, die sorgen einfach auch dafür, dass wir weniger Wärmeentwicklung haben, dass die Wärme auch besser weggebracht wird. Wir haben auch überall Kupferstrom, einen Kupferstrompfad. Ja, und alles ist eben auf hohe Leistungen ausgelegt. Auch die Sicherung zum Beispiel ist speziell auf unsere Anforderungen und auf unsere Bedürfnisse designt. Mhm. Spannend. Und wir haben ja bei den ProCore-Akkus auch verschiedene Varianten. Ne? Wir fangen bei 4 Ampere an, 5,5, 8 Ampere, 12 Ampere. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Was sind denn da die Besonderheiten und wann verwende ich denn vielleicht auch am besten welchen von den ProCore-Akkus? Dann fangen wir mal mit den ProCore-Akkus, mit den großen an. Ja. Also wir haben 12 Amperestunden, ich glaube hier, genau, hier sind 8 Amperestunden drauf und wir haben die 5,5. Die sind grundlegend von der Leistung her, sind die quasi identisch. Das heißt, die bringen alle genau die gleiche Leistung fürs Tool. Mhm. Der Unterschied ist dann eben natürlich die Laufzeit. Klar, mit 12 Amperestunden habe ich einfach mehr Laufzeit im Vergleich zu einem 5,5 Amperestunden. Mhm. Und ja, ganz klar, die sind für die Biturbo-Geräte gedacht. Also da muss man die nutzen. Oder wenn man vielleicht nicht gerade kein Ladegerät da hat und man weiß, man kann eher nicht laden, dann lohnt es sich natürlich, einen großen Akku mitzunehmen, dass man möglichst lang arbeiten kann. Ja. Ansonsten für Standardanwendungen eben den ProCore 4 Amperestunden oder unsere Standardakkus. Genau, also auch hier wichtig zu wissen, dieser ProCore, dieser kleine hier mit 4 Amperestunden, der bringt die gleiche Leistung, die gleiche Power ins Tool, wie der Standard-Akku, wie du es nennst. Ja, genau, der normale Akku. Der normale Akku, genau. Genau, ja. Und wir hatten es vorhin schon
davon, dass wir eben 5,5 und auch 8 Ampere haben. Und da wird immer wieder die Frage gestellt, weil der ja auch fast gleich groß ist. Genau gleich groß ist. Was ist denn da der Unterschied? Warum sollte ich denn vielleicht zu einem 5,5 Ampere-Stunden-Akku greifen oder zu einem 8-Stunden? Also Gemeinsamkeiten, wie gesagt, gleiche Leistung. Unterschiedliche Zellen sind tatsächlich verbaut, einfach Lithium-Ionen-Zellen mit unterschiedlicher Kapazität. Das sind also nicht die identischen Zellen verbaut. Und ansonsten hat der 5,5 Ampere-Stunden noch einen logistischen Vorteil. Und zwar geht es da ein bisschen um Transport, Transportrecht und Sicherheit. Den kann man etwas einfacher transportieren, weil der unter einer sogenannten magischen Energiegrenze von 100 Wattstunden liegt. Also der hat 99 Wattstunden und ist einfach etwas leichter zu transportieren. Ah ja, das macht natürlich auch Sinn. Und jetzt nochmal zurückkommend auf die normalen Akkus. Wann würdest du denn jetzt unseren Zuschauern einen ProCore-Akku empfehlen und wann einen normalen? Also definitiv für die Biturbo-Geräte muss es ein ProCore-Akku sein. Okay. Dann hat man einfach die volle Leistung. Natürlich, wir haben volle Kompatibilität auch mit den anderen Akkus. Mhm. Das heißt, für kleinere Arbeiten kann man den normalen Akku auch nutzen. Aber ansonsten dann der ProCore. Wenn man einfach lange Laufzeit will, das bei einer Lampe brauche ich natürlich keine ProCore-Leistung. Aber wenn ich einfach eine lange Laufzeit will, dann empfiehlt sich sicherlich auch so ein 8-Ampere-Stunden-Akku. Mhm. Ansonsten bei den Standardanwendungen, da kann man natürlich dann die ganz normalen 5 Ampere-Stunden und 4 Ampere-Stunden Akkus nutzen. Ja, die normalen, genau. Die normalen. Jetzt haben wir viel über die Akkus gesprochen, aber ich meine, ein Akku bringt uns nur so viel, wie wir auch ein gutes Ladegerät dazu haben. Genau. Und deswegen kommen wir doch direkt mal zu dem zweiten Thema Ladegeräte. Was gibt es denn dazu zu sagen? Welches Ladegerät sollte ich denn jetzt für welchen Akku verwenden? Gibt es da auch einen Unterschied, ob ich jetzt einen ProCore-Akku habe oder einen normalen Akku? Oder was empfiehlst du denn da? Also ganz grundlegend, ehrlich gesagt, jeder Akku funktioniert mit jedem Ladegerät und da muss man einfach schauen, was braucht man. Ja, braucht man jetzt so viele Akkus, die nacheinander geladen werden, zum Beispiel über Nacht, 6 Stück. Wenn wir jetzt über Ladegeräte sprechen, können wir das ja mal hier so voll bepacken. Dann natürlich der Six-Bay-Lader. Ja. Ansonsten, wenn man es jetzt nicht so schnell laden möchte, dann reicht natürlich 1840, 1880 Lader. Mhm. Oder wenn man es eben eilig hat und möglichst mit hohem Strom möglichst schnell laden möchte, dann natürlich unser Flaggschiff, der 18V160, ich kann man den auch noch einmal zeigen. Ja, genau, stell den mal dazu, sehr gut. Mit unserer Powerboost-Funktion, auf die sind wir auch besonders stolz. Ja, das ist eine Inhouse-Entwicklung, die haben wir quasi auch zusammen mit den Zellherstellern entwickelt. Da hatten wir ursprünglich die Idee und haben überlegt, wie können wir denn eigentlich noch schneller laden in noch kürzerer Zeit. Und dabei ist natürlich immer wichtig, dass man kritische Parameter, Temperatur, Strom, Spannung, dass man das kontrolliert und im Griff hat. Aber man hat immer ein Problem ein bisschen. Man kann nicht in die Zelle reingucken. Ja, man weiß nicht genau, was passiert jetzt in dieser Zelle selbst drin mit der Chemie. Und da haben wir Bosch-Know-how genutzt, also vom Gesamt-Bosch-Konzern. Da gibt es viele Experten, die sich auch mit Simulation beschäftigen. Wir haben mit externen Firmen gearbeitet und haben dadurch eben über viele Versuche, über die Simulation, haben wir einfach ein optimales Ladeverfahren entwickelt, das schnell ist und trotzdem schonend und nicht schädlich für die Zellen. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, gerade wenn du sagst Powerboost, das klingt ja erstmal richtig cool, aber ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass mein Akku dadurch kaputt geht, weil das klingt ja irgendwie auch echt ein bisschen anspruchsvoll für den Akku. Ja, absolut. Es ist auch, ich sag mal so ein bisschen das Internetwissen, Schnellladen, das schadet die Zellen. Und natürlich gibt es immer ein Limit, ab dem es kritisch wird. Aber wir haben das bewusst so designt, so schnell wie möglich und trotzdem ohne zusätzliche Alterungs- oder Schädigungseffekte im Vergleich zu unseren Standardladern. Also wir können auch eben dadurch, dass die Akkus zum Beispiel mit dem Ladegerät kommunizieren, also die Akkus identifizieren sich, die Ladegeräte, die kontrollieren ständig die kritischen Parameter und dadurch können wir mit bis zu 16 Ampere laden, eine einzelne Zelle. Und für die Akku-Nerds da draußen, das sind Laderaten von bis zu 4C und das ist schon nicht schlecht, also ist schon relativ hoch. Sehr cool. Jetzt hast du vorhin schon hier den 6-Fach-Lader, unseren Mehrfachlader angesprochen. Was ist denn da jetzt noch so das Besondere, außer natürlich, dass der irgendwie 6 Akkus auf einmal laden kann? Beziehungsweise auf einmal ist ja so ein bisschen falsch ausgedrückt, es ist nicht gleichzeitig. Da kannst du bestimmt auch nochmal mit so den einen oder anderen Mythen, die da immer so ein bisschen kursieren, warum das denn so ist und ob es nicht besser wäre, wenn das alles gleichzeitig laden würde und sowas aufräumen, oder? Hätte natürlich Vorteile, wenn man alles gleichzeitig laden könnte. Gut, der Nachteil wäre, dann wäre das Gerät deutlich, deutlich größer, deutlich, deutlich schwerer. Also wir können den Ladestrom quasi entweder die 8 Ampere in dem Fall eben für einen Akku und wenn man das für alle gleichzeitig macht, wäre das Gerät na sicher 3-4 Mal zu groß. Mhm. Hat einfach dann, ich denke, viele Nachteile vom Handling her.
Definitiv, dann nimmt man das wahrscheinlich eher nicht mehr mit auf die Baustelle und dafür soll es ja eigentlich auch sein, dass man auf der Baustelle eben seine Akkus doch auch schnell und simpel laden kann und dann eben auch, man braucht ja meistens dann nur einen Akku und dann ist der eben voll und dann wird der nächste geladen. Ne? Genau, wobei wir haben dann, wie ich finde, wirklich cooles Feature angebaut. Es ist nicht so, dass ein Akku erst komplett vollgeladen wird und dann der nächste und so weiter, sondern es wird jeder Akku erst einmal möglichst schnell auf ca. 80% geladen. Das ist quasi der Bereich von 0 bis 80%, wo man einen Akku richtig schnell laden kann. Ja. Danach muss man immer so ein bisschen drosseln. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man Weizenbier einschenkt, ne? Wenn man da Vollgas gibt, irgendwann muss man bremsen, sonst geht der Schaum drüber. Das finde ich jetzt mal hier richtig eindrucksvoll. Also das ist eine sehr gute Metapher, ja? Kann ich mir vorstellen? Und so haben wir das hier umgesetzt eben, dass man erst bis 80% Vollgas, alle einmal im Kreis und dann gibt es eine zweite Runde, da werden dann die Akkus dann voll langsam auf 100% geladen. Das heißt, über Nacht, wenn man viel Zeit hat, klar, dann sind am nächsten Tag alle Akkus wirklich voll. Wenn es jetzt auf der Baustelle ein bisschen schneller gehen muss, dann erstmal leider nur bis 80%. Ja, super. Also ich würde sagen, da sind wir auch mit den Ladegeräten sehr gut ausgestattet. Ihr habt die Wahl an Akkus, ihr habt die Wahl an Ladegerät. Je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr euch da dementsprechend dann auch eben ausstatten. Jetzt haben wir uns vorhin die Akkus auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt habe ich den rausgenommen. Genau. Ja, guck mal, da haben wir genau, ja. Haben wir genau hier. Jetzt tauschen wir das hier mal gegen die Ladegeräte aus und gehen noch einmal zurück zu den Akkus. Die würde ich hier einmal auch so positionieren. Jetzt fällt uns da ja direkt ein Unterschied auf, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und du hast mir vorhin auch den ganz simplen Grund erklärt, warum da jetzt ein Unterschied existiert. Da ist sogar noch ein Pro-Commit. Genau, da sieht man es genau, nochmal. Unten am Akku, was hat das denn für einen Sinn? Warum wurde das denn jetzt geändert? Der simple Grund zur einfacheren Entnahme aus dem Tool, dass man einfach ein bisschen einen Eingriff hat, hat jetzt ansonsten auf das Coolpack oder auf die Performance keinerlei Einflüsse. Okay, und das ist jetzt einfach eine neue Entwicklung, damit man hier ein bisschen einfacher hat, den Akku rauszubekommen. Ich habe auch schon gesagt, für mich auch sehr sinnvoll, weil ich echt kleine Hände habe und mir immer sehr schwer getan habe, den Akku aus dem Gerät zu bekommen. Das heißt, hier habe ich jetzt dann auch in Zukunft deutlich leichter. Sehr cool. Und vorhin hast du schon ein paar Mal hier auf dieses Exemplar gezeigt. Nochmal. Und was hat es denn jetzt damit auf sich? Warum ist der Akku plötzlich grau und nicht mehr rot, so wie wir das ja jetzt echt schon seit einigen Jahren kennen? Genau, das ist einfach unser M-Share-Akku. Das ist der Akku für die Allianz. Ah. Und da geht es einfach vor allem ein bisschen um Designgründe. Das Grau, das passt farblich auch zu allen anderen Toolfarben. Und das war jetzt eher ein bisschen auch aus Marketinggründen gewünscht, dass man da noch eine neutralere Farbe hat. Aber auch hier wieder das Wichtigste, von den Eigenschaften her, also Coolpack, Entwärmung etc., keinerlei Unterschied. Das ist das identische Material. Der gleiche Akku, nur eben einfach nochmal anders bedruckt, damit man eben hier auch sieht, für M-Share-Geräte geeignet. Ja, super. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles besprochen, was ich dich jetzt fragen wollte. Und würde sagen, es gibt bestimmt noch die ein oder andere Frage aus dem Publikum. Und deswegen geben wir doch jetzt hier einfach mal direkt zum Benni zurück. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und Hintergründe schon mal hier an Kyra und Andreas. Ja, die Zuschauer waren hier schon sehr aktiv im Chat, haben an unseren Umfragen teilgenommen, die ich schon reingepostet hatte, und natürlich auch einige Fragen gestellt. Erstmal wollten wir von den Zuschauern wissen, wie viele Bosch Professional 18 Volt Akkugeräte haben sie eigentlich schon? Und wirklich Wahnsinn. Also wir hatten teilweise einen User mit 79 Geräten hier, was ich gelesen hatte, also extrem. Ansonsten hatten wir so eine Verteilung, die Hälfte circa 1 bis 10, 40% 11 bis 50 und über 50 tatsächlich 6%. Also da wurden schon teilweise extrem hohe Zahlen genannt, was ihr da an Geräten schon habt. Andere haben geschrieben, sie wollen sich noch mehr anschaffen aus dem 18-Volt-System. Also da freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, dass wir euch da mit dieser Sendung heute noch mehr davon überzeugen können. Dann haben wir die Frage gestellt, die aktuell noch läuft, zur Ladegeschwindigkeit unserer Ladegeräte und Akkus. Wir haben gefragt, ob die Ladegeschwindigkeit denn aktuell ausreichend ist, und das freut uns natürlich sehr zu lesen. 92% sagen, ja, geht schnell genug. 5% sagen, geht schon schnell genug, aber nur mit Powerboost-Funktion. Und 3% sagen, nein, sie wollen eigentlich
noch schneller laden. Vielleicht kann der Andreas da mal einen kurzen Einblick geben, an was denn da gerade so im Ladegerätbereich gearbeitet wird. Ja, tatsächlich, die Frage stellen wir uns natürlich auch regelmäßig. Muss es noch mehr sein? Darf es noch mehr sein? Ich kann nur so viel sagen, wir sind da kontinuierlich dran. Wir entwickeln das auch weiter. Und wenn da ja der Bedarf da ist, dann wird es sicherlich in Zukunft auch noch schnellere Ladeverfahren, schnellere Ladegeräte geben. So, vielen Dank für diese Antwort. Also ihr seht, wir schauen uns natürlich immer alles, was es so gibt, auf dem Markt an und natürlich auch die Anforderungen von euch da draußen und entwickeln dann unser Portfolio, unser Sortiment stetig weiter. Dann hatten wir die Frage zu dem Unterschied nochmal zwischen 5,5 Amperestunden pro Core und 8 Amperestunden pro Core. Was ist nochmal zelltechnisch genau der Unterschied? Also sind es gleiche Zellen? Kann man theoretisch einen 5,5 Amperestunden Akku umbauen auf einen 8 Amperestunden Akku? Die Frage kam auch. Erklär doch nochmal, Andreas, warum das vielleicht keine gute Idee ist und wo denn der Unterschied nochmal in den Zellen genau liegt. Genau, also umbauen ist wirklich keine gute Idee. Davon kann ich nur abraten. Ansonsten, in beiden Fällen sind 21.700 Zellen verbaut, also diese Rundzellen. Und es sind einfach unterschiedliche Kapazitäten. Das heißt, in dem 8 Amperestunden ProCore-Pack, da hat die Lithium-Ionen-Zelle eine höhere Kapazität als im 5,5 Amperestunden-Pack. Aber ansonsten von den Charakteristiken wie ja, Leistung, Strom, sind die Zellen identisch. Es ist wirklich rein, man kann auch sagen, ja, das Tankvolumen ist einfach beim 8er größer, also das Tankvolumen der Zelle. Alles klar. Dann kamen noch ja, zwei, drei Fragen eigentlich, die in die gleiche Richtung abgezielt haben, und zwar in Richtung der Zelltechnologie. Also sind denn bei Bosch Professional auch Akkus geplant ohne Rundzelle? Da gibt es bei anderen Herstellern wohl eben schon alternative Technologien, wie die eben nicht diese klassischen Rundzellen verwenden. Also arbeitet ihr da an neuen Technologien bereits? Und ja, was kannst du da vielleicht verraten den Zuschauern? Also ich glaube, da wird auf die sogenannte Pouch-Zell-Technologie angespielt. Und ja, natürlich schauen wir uns alle Zelltechnologien an, die es gibt. Ich habe da mal auch eine Pouchzelle mitgebracht, dass ihr die auch mal seht im Vergleich. Ja, so diese flache Form. Die haben auch ihre Vorteile, das will ich gar nicht abstreiten. Und man nimmt natürlich an, wenn man die ganz eng stapelt, dass man einen wirklich sehr, sehr kompakten Akku hinbekommen würde, ne, wenn man die jetzt aufeinander legt. Aber die Wahrheit ist, so einfach geht es leider nicht. Ja, diese Zellen, die haben ein paar Nachteile. Zum einen, wenn man die nutzt, ja, wenn die genutzt werden, die atmen ein bisschen. Das heißt, die werden bei der Nutzung immer schon ganz, ganz ein klein bisschen dicker. Über die Alterung werden die dicker. Die haben einfach nicht so ein stabiles Stahlgehäuse wie diese Rundzellen. Das ist eher wie so eine Kaffeetüte. Das heißt, die werden über die Alterung immer ein bisschen dicker. Das heißt, diesen Platz muss man schon vorsehen, wenn man einen Akku baut. Ja, das heißt, da muss man einfach schon eine gewisse Lücke lassen. Zusätzlich sind sie mechanisch nicht so robust. Das heißt, der Pack muss größer werden. Der muss diese ganzen mechanischen Einflüsse dann abfangen. Und der letzte Punkt, auch noch sehr wichtig meiner Meinung nach, eine Lithium-Ionen-Zelle, die hat ein sogenanntes CID, das heißt Current Interrupt Device oder auch Stromunterbrecher. Wen das im Detail interessiert, der kann das gerne mal googeln, CID, CID. Und das ist einfach schon eine gewisse Sicherheitsfunktion. Und diese Funktion fehlt einer Pouchzelle. Das heißt, um trotzdem die gleiche Sicherheitslevel zu erreichen, muss man eine Menge mehr auf Elektronikbasis machen. Das heißt, die Batterieelektronik, die muss viel mehr leisten. Das heißt, die wird auch wieder größer. Das heißt, der Mythos, dass ein Pouchpack wirklich bei gleicher Kapazität kompakter wird, das stimmt insbesondere bei unseren kompakten ProCore-Akkus nicht. Und ja, deswegen, es ist eine interessante Technologie. Ihr seht, wir schauen uns natürlich alles an. Was ich sagen kann, wir glauben, es gibt noch bessere Lösungen. Wir haben da auch ganz konkret was, was wir anschauen. Wir sprechen auch nicht nur mit den Zelllieferanten, sondern auch mit Startups. Und ja, seid gespannt, was in Zukunft kommen wird. Jetzt wird hier ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wir konnten nochmal mit einem Mythos aufräumen, konnten euch aber ja hoffentlich davon überzeugen, dass wir da auch noch an was Besserem vielleicht sogar arbeiten. Und wenn das spruchreif ist, dann laden wir den Andreas einfach direkt nochmal hierher ein und dann wird er uns das brühwarm hier erzählen, würde ich sagen. Definitiv. Ne? Benni, haben wir denn noch eine letzte Frage an den Andreas oder vielleicht auch zwei? Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick hier. Also genau das macht doch unsere Sendung aus, diese
kleinen Einblicke hinter die Kulissen, woran wird gearbeitet, einfach so ein bisschen euch mitzunehmen, was wir so tun hier bei Bosch Professional. Und natürlich kamen auch wieder einige Fragen nach neuen 18-Volt-Geräten. Wann kommt dieses oder kommt nochmal jenes? Habt da bitte Verständnis, dass wir an der Stelle eben über Produkte, die in der Zukunft erscheinen, leider keine Auskunft geben können. Wir nehmen die Wünsche natürlich wie immer mit, was ihr euch wünscht, geben die intern weiter und dann, sobald es da was zu verkünden gibt, erfahrt ihr das natürlich auch. Vielleicht ganz kleiner Exkurs, wir reden heute über das 18-Volt-Akkusystem. An Andreas die Frage, es gibt ja auch noch unser 12-Volt-System. Also arbeiten da andere Zellexperten, Entwickler dran oder wie kann man sich das vorstellen in deinem Alltag? Also arbeitest du an 12 und an 18-Volt oder nur an 18-Volt und ja, wo liegt vielleicht auch der Unterschied bei der Arbeit? Einfach ein kleiner Exkurs hier für die Zuschauer. Tatsächlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Letztlich versuchen wir da Synergien zu nutzen, dass wir diese Rundzellen sowohl in 18 Volt wie auch in 12 Volt Akkus nutzen können. Das heißt, von dem her, von meiner Arbeit unterscheidet sich das nicht wirklich. Natürlich für die Entwickler der Akkus, also von mechanischen Designern, natürlich schon. Aber auch da schauen wir natürlich, was kann in Zukunft kommen. Ja, auch da seid gespannt. Es wird sich sicherlich auch in Zukunft da noch was tun. Ich habe schon das Gefühl, dass wir den Andreas hier noch das ein oder andere Mal sehen werden, aber da freuen wir uns natürlich. So, Benni, gibt es denn noch Zuschauerfragen? Ja, es gibt noch einiges, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir heben uns aber das ein oder andere vielleicht auch noch auf. Der Roland ist ja gleich auch noch am Start und wird mit der Kyra gemeinsam noch ein bisschen weiter ins Detail gehen in unsere 5 Gründe für das Professional 18-Volt-System. Deswegen würde ich mal schauen, am Ende, vielleicht haben wir noch Zeit, dem Andreas noch ein, zwei Fragen zu stellen und darf schon mal einen kleinen Augenzwinker hier rüberwerfen. Erfahrt ihr nämlich dann gleich in der nächsten Fragerunde, was wir hier für euch aufgebaut haben. Der ein oder andere wird es schon ahnen, aber bevor wir das tun, ja, würden wir sagen, geht's weiter im Programm mit Kyra und dann Roland wahrscheinlich. Vielen Dank, Andreas. Ja, genau. Ich würde sagen, Andreas, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und ja, würde ich sagen, auch wirklich interessante Fakten nochmal über unsere Zelltechnologie gegeben hast und vielleicht auch so ein bisschen damit aufgeräumt hast, dass du nicht nur im dunklen Keller sitzt. Da gehe ich jetzt wieder hin. Ja, sehr gut. Nein, du bleibst jetzt erstmal noch bei uns, weil vielleicht kommt ja die eine oder andere Frage an dich noch und später wartet natürlich hier auch wieder unsere Pizza. Die hast du dir jetzt auch auf jeden Fall verdient. Aber bis es soweit ist und wir die Pizza bekommen, ja, werde ich jetzt hier nochmal mit dem Roland ein bisschen weitermachen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du da warst und bis gleich nochmal. Sehr gerne. So, vielen Dank auch von meinem fliegender Wechsel. Zum Glück testen quasi. Wir auch, wenn Ladegeräte runterfahren. Genau. Das sollte normal kein Problem sein. Die laufen dann immer noch. Klar, mit dem Akku ist es das Gleiche, ja. Passiert, ja. Und so passiert es auch auf der Baustelle, ja. Definitiv. Und deswegen halten sie das ja auch aus. Man sollte es natürlich jetzt nicht absichtlich provozieren, aber wenn es passiert, dann passiert es. Ja, ein bisschen. So. Und Grund Nummer 1, würde ich sagen, können wir schon mal einen richtig dicken Haken dahinter machen, oder? Ja, ich glaube, den haben wir wirklich ausführlich. Haben wir jetzt ausführlich dargestellt. Das heißt für mich immer wieder Neuheiten. Also Zellexporte ist cool, gefällt mir, ja. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir den Roland hier nicht verlieren und der auch in den dunklen Keller geht. Nein. Nee, du bleibst hier bei mir vor der Kamera, würde ich sagen. Und du hast auch direkt schon was mitgebracht, weil wir sprechen gleich über unser zweites Thema, ne? Das war die Akkukompatibilität. Ja, einmal die Akkukompatibilität, das heißt, es ist rückwärtskompatibel natürlich bis 2008, davon haben wir schon gesprochen. Ja. Was ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, ich habe so einen kleinen Motor mitgebracht. Ja. Und das ist so ein ganz normaler bürstenloser Motor. Und wenn du vor dich, da gibt es so eine kleine Schublade, da habe ich einen anderen Motor reingestellt. Kannst du mir den mal hochgeben, den da? Ja, den ich wollte es nur noch mal kurz ansprechen. Das heißt, dieser kleine bürstenlose Motor, das ist so der typische Motor, der in so einer Stichsäge drin ist, von der Größe her, der hier hinten in diesen ganzen Akkuschraubern drin ist, und unterschiedliche Geräte. Und da reicht diese Leistung, die der Andreas gerade wunderbar auch beschrieben hat, von der kleinen Zelle mit dem herkömmlichen Akkus oder auch hier mit unserem ProCore 18V mit 4 Amperestunden vollkommen aus. Und wie es der Andreas auch gesagt hat, wenn es dann in Richtung Biturbo-Geräte geht, das ist auch meine Antwort immer, wann brauche ich eigentlich so einen großen Akku? Ja, dann sage ich immer, erstmal schaust du bitte drauf, Schwäbisch natürlich, ja.
steht da irgendwie Biturbo Brushless drauf, ja, dann ist da so ein Motor drin im Vergleich, ja, zu den herkömmlichen Motorgrößen. Und ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Hier diese Wicklungen entsprechend, da brauche ich eigentlich ganz andere Ströme. Ja. Und diese Ströme hier bei diesem 5,5, 8 oder 12 Amperestunden Akkupack sind eben bis 90 Ampere, die da geliefert werden. Ich sage mal, stellen Sie sich vor, daheim hat jeder einen Sicherungskasten, da hat man 16 Ampere bei 230 Volt, dann kann man sich eher so etwas unter 90 Ampere vorstellen, ja, bei 18 Volt. Und deswegen 5,5 aufwärts von den Akkugrößen immer bei Biturbo-Geräten oder wenn ich wirklich ganz große Kapazitäten brauche, dann kann ich auch mal einen Akkuschrauber mit 8 Amperestunden bestücken. Vielleicht erklären wir jetzt nochmal für all diejenigen, denen Biturbo jetzt nichts sagt, was das eigentlich ist und was für Geräte es da gibt. Weil ich meine, das ist ja genau das Thema. Sind das jetzt nur Bohrhammer, sind das nur Winkelschleifer oder was bedeutet denn Biturbo? Biturbo ist eben genau diese Motorgröße und die sitzt beispielsweise hier in so einem Winkelschleifer drin. Ja. Oder beispielsweise, ich greife jetzt einfach mal schnell hinter mich, in dem Bohrhammer, ja. Dazu übrigens gibt es auch eine Live- und Blau-Sendung, weißt du noch, unser Motorexperte, der hat da sehr die Insights auch nochmal beschrieben. Und der Motor zum Beispiel, der sitzt tatsächlich hier so in diesem Bohrhammer drin. Ja? Das heißt, einfach leistungsstarke Geräte, wir sagen immer bis maximal, also bis zu 2000 Watt, ja, können wir mittlerweile mit Akku betreiben, ja. Also eigentlich fast kabelgebundene Leistung. Genau, oder eigentlich wie kabelgebunden, ja. Nur, dass wir es eben mit Akku können. Genau. Ja. Und dann eben Winkelschleifer. Sieht ähnlich aus. Und hier eine Säbelsäge, unser Biturbo Säbelsäge. Dann da hinten unser GSA Akkuschrauber mit Biturbo. Alle schon mal auch bei Live und Blau zusammen getestet. Ich glaube, du hast mal ganz toll schrauben dürfen, weißt du ja, noch? Ja, weiß ich noch, war natürlich. Richtig profimäßig, ja. Und dann natürlich sieht man jetzt hier gar nicht, aber wir kommen später noch. Neben mir steht wunderbar unsere größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge, die GCM18V305. Mit der werde ich nachher arbeiten und ja, lasst euch überraschen, da ein paar Sachen zeigen. Und ja, das ist einfach hier vor allem prädestiniert für 12 Amperestunden, weil der wiegt halt trotzdem mal 1200 Gramm. Und da fragt man sich, wer braucht denn so einen Akku? Den brauche ich einfach, wenn ich lange Arbeitszeit habe. Ja, und auch bei einem Bohrhammer kann das Sinn machen. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall das Thema Biturbo auch nochmal angesprochen, abgehakt. Ja. Aber was uns natürlich auch immer extrem wichtig ist, ist, dass wir euch den Arbeitsalltag so sicher wie möglich machen können und alles dafür tun, dass wir euch eben auch die Geräte mit Funktionen liefern, die zu eurer Sicherheit beitragen. Und Roland, das ist, würde ich sagen, auch so ein bisschen ein Steckenpferd von dir, dass du das gerne auch immer mal wieder erwähnst und zeigst. Ich zeige das auch immer wieder natürlich gern. Ja, weil das natürlich uns einfach auch ein Herzensthema ist, würde ich sagen. Alle, die Geräte vorführen, zeigen das natürlich. Ja, eins von meinen beliebtesten Sachen ist mittlerweile, wenn wir mit einem Winkelschleifer mit unserem X-Lock-System arbeiten, dann haben wir unser X-Brake und die X-Brake, die ist eigentlich der einzige Winkelschleifer, der innerhalb, also unterhalb einer Sekunde bremst, gefühlt ist das eine halbe Sekunde und dann hält er entsprechend an. Ja. Und das zweite ist natürlich das Kickback, das heißt, wenn er sich schnell, muss ich jetzt gerade mal den Griff noch wechseln, dann hat jemand von Linkshändler und ich bin eigentlich Rechtshändler. Das Kickback ist, wenn ich jetzt so eine Trennscheibe drauf habe wie hier und ich würde irgendwie verkanten, dann kann das theoretisch passieren, dass er mal zurückschlägt. Ja, dann habe ich eben diesen Kickback und der schaltet aus. Ja. Und wenn mir es runterfällt und es berührt irgendwo den Boden oder es fällt mir von der Leiter runter, dann schaltet er auch sofort ab. Ja. Soll ich eins davon vorführen? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also zumindest, ich zeige das immer wieder gerne. Ja, das machen eigentlich alle gerne. Ja. Das eine ist eigentlich die Bremse. Ich schalte einfach mal ein und aus. Ja, das ist unschlagbar. Es geht nur mit X-Lock. Das ist eigentlich noch nicht das Akku-Thema, aber auch das X-Lock-Thema ist eigentlich eine elektronische Bremse, was bei dem Akkugerät sehr einfach ist. Ja. Und bei einem herkömmlichen Winkelschleifer habe ich einen 14-Gewinde und da würde sich die Mutter lösen. Das geht also nur mit X-Lock. Ja. Ja. Das zweite ist eben aufgrund von der Elektronik und der Sensorik, die wir drin haben, haben wir einen speziellen Sensor. Und wenn ich da diesen Kickback einmal demonstriere, ja, dann schaltet es eben ab und es blinkt entsprechend und sagt, Achtung, da war was, ich muss einmal ausschalten, wieder einschalten. Und dann das zum letzten Mal, wird es ein bisschen laut, ich klopfe einmal hier auf den Tisch, ja, als würde der runterfallen. Und er schaltet ab. Ja, super.
Das sind schon drei von diesen Features, ja, die wir da eingebaut haben. Und wenn du mir einmal die Stichsägen geben magst, ja, das ist auch so eins, was mir so als neuestes Feature, das nennt sich auch Top Control, ja, mit unserer GST18V155. Da ist es allerdings so, wenn da das Stichsägenblatt drin ist, warten wir nicht, bis der runtergefallen ist, sondern wenn das anfängt zu fallen, erkennt dieser Beschleunigungssensor, oh, das ist jetzt gefährlich, abschalten. Ja, ja. Das mache ich gerade einmal vor. Ja, das heißt, einmal super, in der gestimmten Beschleunigung, die nicht mehr eine normale Arbeits... Keiner sägt so, ja, ums Eck, es geht ja nicht. Von daher ist das auch so ein Sicherheitsfeature. Ja. Und zuletzt vielleicht noch erwähnen, wenn du mir den Bohrhammer einmal gibst, ja, ist natürlich ganz wichtig, Thema Absaugung bei Bohrhämmern. Ja. Auch bei Bohrhämmern übrigens, alle neuen Bohrhämmer haben auch diesen Kickback, aber der ist jetzt nicht wie beim Winkelschleifer, dass der jetzt zurückschlägt, sondern da ist es oft so, dass ich bohre und wenn der Bohrer dann entsprechend an dem Armierungseisen verkanten würde, wird es mir das einfach schnell rumdrehen und dann schaltet der Sensor sofort ab. Ja. Mhm. Und hier mit diesem, ja, mit dem habe ich eben noch einen Vorteil, dass wir mittlerweile schon so Absaugungen einfach ganz simpel integrieren und die mag ich besonders gern. Das ist unsere neueste mit unserem GBH18V28. Die wiegt einfach nur 800 Gramm, die wiegt praktisch fast gar nichts und lässt sich so einfach draufpacken und kann wunderschön über Kopf arbeiten. Aber da sind wir eigentlich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, bei unserem Grund Nummer 3, breites Produktspektrum und das gehört schon mit dazu. Ja, das ist so ein fließender Übergang, würde ich sagen. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber bevor wir jetzt auf das Thema, auf Thema Nummer 3 eingehen, würde ich sagen, wir machen erst nochmal einen fetten Haken hinter Grund Nummer 2. Es wird hier immer besser. Aber bevor wir weiter zu Grund Nummer 3 gehen, gehen wir einmal nochmal zum Benni, ob es denn Fragen zu Biturbo und unserer Akkukompatibilität gibt. Es gibt einige sehr, sehr gute Fragen wieder im Chat. Es ist wirklich eine Herausforderung, alles so schnell zu sammeln und auch alles sofort zu beantworten. Aber da wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren. Ich stelle euch direkt die erste. Und zwar, schadet ein Procore-Akku auf längere Sicht einer Maschine, die kein Biturbo-Gerät ist? Nein, schadet überhaupt nicht. Natürlich ist unsere ich bin gerade irritiert, weil es dann auch blinkt, die Stichsäge. Hat mich auch schon irritiert. Die Geräte sind dann mit einer Elektronik ausgestattet und das nennen wir ECP, Electronic Cell Protection. Das heißt, ich habe da immer eine Kontrolle, was für ein Akku ist da drin. Und das Gerät, wenn es jetzt nur eine Stichsäge ist oder nur ein kleiner Akkuschrauber, dann weiß praktisch die Elektronik genau, dass der maximal so viel Strom aus diesem Akku rauszieht. Und das optimiert sich praktisch von selber. Da kann nichts passieren. Er kann einfach ganz, ganz lang arbeiten, wenn er entsprechend einen Procore-Akku drauf hat, der vielleicht höhere Ströme liefern könnte, wenn sie denn abgerufen werden. Und das werden sie eben nur von diesen Biturbo-Geräten. Super, also kann man sagen, maximale Kompatibilität und natürlich, egal welchen Akku 18 Volt ihr nutzt in den 18 Volt Geräten von Bosch Professional, gibt es natürlich keinen Schaden am Gerät. Super, vielen Dank für die Erklärung, Roland. Also alles kompatibel. Vielleicht eine Frage zur Umfrage, die ich gestellt hatte. Und wir wollten von euch wissen, welche 18 Volt Akkus ihr dann am meisten im Einsatz habt. Den GBA 18 Volt Standard Akku, den Procore 4 Amperestunden Akku oder den Procore 5,5 bzw. 8 Amperestunden Akku und zu guter Letzt den Procore 12 Amperestunden Akku. Und die meisten von euch, genau 50%, nutzen am häufigsten Procore 5,5 oder 8. Und dazu gab es auch noch mal eine Frage im Chat. Warum sind 5,5 und 8 eigentlich trotzdem gleich groß und gleich schwer? Ich weiß, die Frage wurde schon so oft gestellt und auch schon oft beantwortet, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug erklären. Warum gibt es den 5,5 Amperestunden Akku, Roland? Ja, ich würde sagen, der Andreas hat es sogar, ich gucke gerade rüber, er hat es im Prinzip vorhin auch schon mal erklärt, diese 5,5 und 8, ich wiederhole das gern natürlich nochmal, das ist auch ein 5,5er, da, ja. Die sind wirklich komplett gleich, ja, aber die Zellen,
Ja, hier nochmal, das ist eben genau die 21700er-Zelle, die ist eben in beiden Akkus drin und die ist dafür zuständig, dass dieser hohe Strom fließt. Deswegen haben die exakt die gleiche Leistung, also genau den gleichen Ausgangsstrom. Es sind eben nur unterschiedliche Kapazitäten. Die Zelle ist eine andere mit einer geringeren Kapazität in dem 5,5er als die in dem 8,0er. Und das ist eben der Unterschied, dass wir gleiches Gewicht, gleiche Größe, gleiche Leistung, aber unterschiedliche Arbeitszeit, unterschiedliche Kapazität haben. Sehr gut, vielen Dank. Und das heißt, ich glaube, die Frage zielte darauf ab, warum brauche ich dann den 5,5 überhaupt? Dann kann ich doch gleich nur noch 8 nehmen. Vielleicht in Richtung Transportvorschriften nochmal da eine kleine Erklärung, was es eben sinnvoll macht, auch den 5,5 anzubieten, Roland. Ja, klar, gerne. Die 5,5, wer schon länger dabei ist, hat gemerkt, der 5,5 kam ein bisschen später in das Programm. Erst gab es den 4er, den 8er und den 12er. Und dann hat man eigentlich gemerkt, der 8er, der hat 144 Wattstunden. Das steht da drauf. Jetzt gibt es eine Regelung, dass alle Akkus, die über 100 Wattstunden haben, als Gefahrgut eingestuft werden. Und das bedeutet, jeder, der damit umgeht, also der das verschickt mit dem Flugzeug, mit der Bahn, egal, mit dem Auto, der muss entsprechend geschult sein. Der Akku muss speziell verpackt sein, in einer eigenen Verpackung. Dann muss der Akku dokumentiert werden mit einer speziellen Dokumentation. Das heißt, es ist ein riesen Mehraufwand für den, der das versendet. Und deswegen, der 5,5er hat 99 Wattstunden. Somit ist man unterhalb von den 100 Wattstunden und hat das Problem umgangen. Und das ist auch ein Grund, dass den sehr viele kaufen. Den Grund, den ich eigentlich oft draußen höre, ist auch, der ist natürlich dafür auch etwas günstiger. Und das ist auch oft ein Grund, dass so ein Set mit zwei Akkus, neuer Bohrhammer oder so, günstiger ist mit dem 5,5er. Super. Ich glaube, jetzt haben wir es auch nochmal wirklich umfassend und für alle verständlich erklärt. Es gibt für jeden Akku, den wir im Sortiment haben, natürlich auch Gründe, diesen zu verwenden und auch anzubieten. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich die Gelegenheit nutze, euch das heutige Gewinnspiel vorzustellen. Und zwar zum Thema Laden nochmal vielleicht, Roland. Ist es besser, die 8 Amperestunden Akkus mit 8A oder 16A zu laden? Optimaler ist mit den 16 Amperestunden. Das wäre jetzt auch wieder eine Frage an den Andreas, aber ich versuche es mal stellvertretend zu sagen. Generell lädt man jede Zellreihe, diese 5 Zellen, mit maximal 6 Ampere. Das ist eigentlich so das Typische. Und wenn ich dann mit dem 16 Ampere lade, dann lade ich praktisch mit 6 und 6, also mit 12 Amperestunden, diesen 8 Amperestunden Akkupack. Und dann, somit lade ich den eigentlich wesentlich schneller voll als mit einem 8 Amperestunden Ladegerät. Mit einem 8 Ampere Ladegerät, sorry. Top. Also hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank. Und wie versprochen, ja, was darf nicht fehlen? Ein Gewinnspiel. Perfekt. Und deswegen haben wir hier auch schon mal aufgebaut, was gibt es heute zu gewinnen. Wir haben wieder 3 klasse Preise für euch im heutigen Gewinnspiel zum Thema Professional 18-Volt-System. Ein System, unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, ihr seht es. Der dritte Preis haben wir hier, den 4 Amperestunden Pro-Core-Akku. Aber diesmal nicht nur den 4 Amperestunden Pro-Core-Akku, sondern auch noch das entsprechende GAA18V, das muss ich selber nachschauen, 48 heißt es mittlerweile, ja, das ist nochmal überarbeitet worden. Und da könnt ihr natürlich am Akku direkt euer Handy laden mit einem USB-Kabel beispielsweise oder jedes andere Gerät. Also ihr könnt diesen Adapter auf jeden von unseren 18-Volt-Akkus aufstecken. Und wir schenken oder verlosen eben direkt ein Akku, 4 Amperestunden Pro-Core und den entsprechenden Adapter zum Laden. Dann haben wir unseren 6-Fach-Lader, den die Kollegen vorher auch schon mal kurz angesprochen haben, den GAL18V680. Und Hauptgewinn heute bei unserer Sendung zum Professional 18-Volt-System natürlich ein 18-Volt-System. Gerät, wie könnte es anders sein? Und da haben wir uns gedacht, verlosen wir heute
zur Feier des Tages nochmal einen Akkuschrauber im Set mit Akku, mit Akkus, Ladegerät und natürlich dem Akkuschrauber, den GSR 18V45, also ein super Gerät hier. Ihr müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach auf unsere Gewinnspielseite, die ich euch gleich in den Chat und später auch noch in die Videobeschreibung reinschicke, draufgehen, Formular kurz ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf. Die Teilnahme muss auch nicht sofort sein, das heißt, ihr könnt die nächsten 3 Wochen, exakt bis zum 13.8., also nicht ganz, aber bis zum 13.8. könnt ihr teilnehmen am Gewinnspiel und werdet dann ausgelost, wenn ihr Glück habt und per E-Mail benachrichtigt und natürlich auch in unserer nächsten Folge, in unserem nächsten Livestream, dann im September, weil im August haben wir Sommerpause, werdet ihr dann verkündet, ja, wie heute, und könnt euch freuen, wenn ihr gewonnen habt. Also klickt nach der Sendung am besten dann auf den Link in der Videobeschreibung, füllt das Formular aus, nehmt am Gewinnspiel teil und seid mit etwas Glück bald Besitzer dieser tollen Preise. Und ich würde sagen, 3 Gründe, es fehlen auf jeden Fall noch 3, glaube ich, Kyra und Roland. Vielleicht könnt ihr den Zuschauern mal die restlichen Argumente für unser 18-Volt-Akkusystem zeigen. Genau, wir sind bei Grund Nummer 3. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, das ist unser Produktsortiment, unser breit gefächertes Produktsortiment. Ihr seht es hier schon ein bisschen. Roland konnte sich fast nicht entscheiden, welche Geräte er da zeigt. Deswegen stehen hier rund um uns herum unsere 18-Volt-Geräte. Und deswegen würde ich auch sagen, wir sprechen zwar noch mal kurz drüber und wir sagen euch, dass es wahnsinnig viele Geräte im Professional 18-Volt-Gerät Sortiment gibt, aber wir zeigen euch erstmal noch keins von unseren eigenen 18-Volt-Geräten, sondern wir kommen quasi gleich zum nächsten Thema, weil wenn euch doch mal ein Gerät vielleicht bei uns im Portfolio fehlen sollte und ihr eine besondere Anwendung habt oder vielleicht auch schon Geräte von einem anderen Hersteller habt, dann haben wir jetzt nämlich dafür auch die Lösung, denn unsere Akkus sind nicht mehr nur mit unseren eigenen Geräten kompatibel, sondern eben auch mit unserer neuen Akku-Allianz Ampshare mit anderen Herstellern. Und wir sehen es hier gerade schon, es ist mittlerweile eine ganze, ganze Menge an Herstellern, die eben auch unsere 18-Volt-Akkus verwenden. Und da, Roland, würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal ein bisschen drauf ein, wer das so ist und was es da so für Geräte noch gibt. Ja, auf jeden Fall. Also zum Ersten, wir haben gerade schön diese Wabe schon gesehen. Vielleicht kann man die auch noch mal einblenden. Und wir haben im Hintergrund auch eine Wabe. Die Wabe, die bei mir im Hintergrund steht, die ist schon wieder veraltet, obwohl ich diesen Roll-Up erst seit kurzem habe. Wir haben seit dieser Woche 2 weitere Partner. Ja, ich darf das gern ankündigen heute. Und das ist die Firma Almi und die Firma Planum. Almi macht mehr so Steinbrecher, Steinknacker, findet man tatsächlich den Namen im Internet, und Planum kümmert sich eher so um die Betonverdichtung oder einfach, dass der Beton bei der Bearbeitung eben wird. Ja. Und somit sind wir jetzt über 30 Partner mittlerweile in unserem M-Share. Und wenn wir wieder zurückgehen, ich habe im Hintergrund jetzt das ein oder andere Produkt schon mal hergebracht, und da würde ich nicht im Detail einfach mal nur kurz drauf schauen. Was war wirklich so ein denke ich, die meisten bekannt ist, ich denke mal hauptsächlich in dem Gewerk Metall, ja, die Firma Fein. Das ist ja nicht, wer das weiß, der Robert Bosch hat schon bei Fein eine Lehre gemacht oder zumindest mal ein Praktikum vor über 100 Jahren, ja. Und von daher ist es natürlich umso schöner, dass das jetzt einer unserer Partner ist. Viele kennen den Multimaster, ein bekanntes Gerät am Markt. Natürlich auch unterschiedliche Arten von Winkelschleifer, das sieht man auch schon. Ich habe den Winkelschleifer auch hier, den M-Share Akku, den großen, zweilagigen, 5 oder 8 Amperestunden, da gibt es genauso die gleiche Ausführungen. Und auf dem Multimaster den 4er, weil das eigentlich ausreichend ist, ja, von der Leistung. Dann sieht man daneben als, sag ich mal, zweites Gründungsmitglied. Fein ist praktisch ein Gründungsmitglied, und das zweite ist die Firma Rothenberger im Sanitärbereich. Da gibt es viele, viele Produkte, wie hier zum Beispiel diese Presse. Jetzt zum Beispiel für den Flaschner, ja, wo er dann unterschiedliche Einsätze hat. Und auch da der Proco 18-Volt Akku drauf. Und dahinter dieses blaue Gerät,
Genau hier, das ist so eine Riesenzange, die muss ich tatsächlich mal hochnehmen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Zange ist also wirklich für die Starkstrom-Elektriker-Querschnitte mit bis über 300 Quadratmeter, also das ist nichts jetzt für den Heim-Elektriker. Dann gibt es das, also Firma Cloke, habe ich nicht erwähnt, natürlich ganz wichtig. Und hier auch kleinere Zangen von der Firma Cloke. Ja, um nur ein paar zu nennen und daneben auch schon länger ein Partner von uns, Brennenstuhl, ja. Wir freuen uns über jeden Partner, der dazukommt. Und im Hintergrund sieht man hier nochmal die Wabe, sagen wir immer. Und eingeblendet war ja eben die neue Wabe mit genau aktuell 31 Partnern. Und das ist stetig am Wachsen. Und oft kommt die Frage, aber wann gibt es jetzt das und das Tool? Ja, bei Fein, wenn man das sieht, da sind schon relativ viele Tools im Katalog. Bei Rothenberger, da ist man in den Startlöchern. Das wird demnächst losgehen, aber das präsentieren nicht wir, sondern natürlich immer unsere Partner geben das dann entsprechend bekannt, nehmen es in ihren Katalog auf und dann werden auch wir natürlich darüber sprechen. Auf jeden Fall. Also ihr seht, hier gibt es auch ganz, ganz viel drüber zu erzählen. Und ich würde sagen, deswegen machen wir bestimmt irgendwann auch mal noch eine Live- und Blau-Folge dazu, oder? Also ich glaube, ganz wir haben so viele sicher. Geräte, die wir da zeigen können und so viele Infos, die wir mit euch teilen wollen. Deswegen wird das auch nochmal Erwähnung finden. Aber es zeigt eben auch auf, das Professional 18-Volt-System ist eben für unser breites Produktsortiment ausgelegt. Und falls es dann doch das ein oder andere, vielleicht auch ein bisschen speziellere Gerät gibt, was ihr bei uns nicht findet, dann findet ihr es aber bei unserem Partner mit dem gleichen Akkusystem. Ganz genau. Ja, und da arbeiten wir natürlich auch immer weiter dran. Und deswegen wird das hoffentlich auch mal hier nochmal ausführlicher zur Sprache kommen. Aber wenn ich auf die Uhr schaue und auf meinen leeren Magen höre, dann... Pizza. Na, noch nicht ganz. Wir sind erst bei Grund Nummer 3, aber ich würde sagen, breites Produktsortiment können wir jetzt dann auch abhaken und machen. Wir können es noch gar nicht abhaken, weil ich habe noch was vorbereitet, weißt du das? Roland. Ich wollte unbedingt ein bisschen Ich wollte dir deine Anwendung klauen. Das ist doch mein Highlight des Tages. Ich will ein bisschen was zeigen. Ja, natürlich. Ich will sägen, ja? Da freue ich mich ja eigentlich auch schon drauf, weil irgendwie so eine Kapp- und Gärungssäge mit Akku. Weißt du was, das war die Pizza. Die hatte ich so komplett verwirrt. Vielleicht steht die hier schon irgendwo und ich rieche sie oder so. Wer weiß. Was ist da? Naja. Also. Aber Kapp- und Gärungssäge mit Akku. Also jetzt, ich habe schon viele Geräte gezeigt, auch mit Biturbo. Und was ich zeigen wollte, ist einfach nochmal die Leistungsfähigkeit. Der Andreas hat praktisch die ganze Theorie dazu gemacht. Ja. Und ich würde mit einem 12,55er und vielleicht auch einfach mal mit einem 2 Ampere-Stunden mit einer Kapp- und Gärungssäge arbeiten. Und ich habe nicht irgendeine genommen, sondern hier an der Seite, das ist unsere GCM 18V305, das heißt das 305er Blatt. Von der Zeit her kann ich jetzt gar nicht groß eine Schulung machen, was die alles kann. Das ist einfach eine absolute Power-Maschine. Und das Wichtigste, man kann es hier in der Kamera schön sehen, ich habe hier schon den 12 Ampere-Stunden Akkupack reingesetzt und ich bestücke mich direkt mit meiner persönlichen Schutzausrüstung. Das heißt einmal meine Schutzbrille und den Gehörschutz, und die Kyra kriegt auch auf jeden Fall einen Gehörschutz, und der Kameramann hat auch eine auf, ne? Das ist wichtig. So, dann setze ich einfach mal an. Ja, das ist ein Buche, also ist nicht irgendwie ein gewöhnliches kleines Fichtenholz, sondern es ist 4 cm Buche, könnt ihr zum Beispiel eine Küchenplatte sein, wenn man wirklich so etwas bei sich entsprechend einsetzt. Und dann mache ich einfach mal einen Schnitt. Natürlich, ganz vergessen, der Staubsauger, der ist schon angeschlossen. Ich mache ihn mal an und dann rede ich mal kurz nichts mehr. Ja, man sieht also erstmal wirklich einen Wahnsinnsschnitt. Das macht jedes Mal Spaß, mit der Maschine zu arbeiten. Und das ist natürlich fast schon ein Kinderspiel. Ja? Und das Gleiche kann ich genauso machen mit dem 5,5er. Ja? Jetzt setze ich nochmal rein, mache auch da nochmal einen Schnitt, dass man wirklich auch sieht und hört. Ja? Hören Sie vor allem auch ein bisschen auf den Klang, dass der Motor hier keinerlei Einschränkungen hat. Ja? Stück vor, nochmal so eine kleine Leiste, die ich absäge. Dein Staubsauger. Und ein Anwendungsfehler, ich habe den Staubsauger vergessen, tut mir leid, das ist die Eile.
So, es war genau die gleiche Leistung, ja, und man sieht auch, wie wichtig die Absaugung ist, weil wenn sie mal weg ist, ja, das macht keinen Spaß, muss ich sagen, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier mit dem 2 Ampere-Stunden arbeitet, ja, das ist ja die Rückwärtskompatibilität, dann mache ich tatsächlich mal diese Vorführung, weil das kann auch jedem mal daheim, sage ich mal, passieren, dass er das macht und sagt, Mensch, ich habe jetzt keinen Prokomma, ich habe den 18 GBA, also den gewerbliche Batterie mit 2 Ampere-Stunden, setzt die auch entsprechend ein. Und da kann ich schon vorab sagen, die ist jetzt natürlich nicht mehr ausreichend, diese Akkuleistung für dieses Brett. Deswegen habe ich hier hinten schon Fichtenbalken. Aber ich zeige es trotzdem einmal, einfach, dass man das mal gesehen hat. So, das hier, ich möchte es gar nicht verheimlichen, das ist ganz klar, das ist einfach Buche 4 cm und da ist kein 2 Ampere-Stunden Akku mehr von der Leistung ausreichend. Aber es kommt ja sehr häufig vor, dass ich eben nicht nur mit Buche arbeite, sondern ich habe entsprechend irgendwelche Hölzer, hier entweder so ein kleines oder auch ein bisschen größeres. Mache ich da noch schnell 2 Schnitte, dass man sieht, für das ist es komplett ausreichend. Auch ein größeres. Die Kyra macht für mich den Staubsauger an. Ich bin jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. So. Ich denke, Kyra, was meinst du? Das hat doch eindrücklich gezeigt, eindeutig, dass definitiv. Die Proco-Akkus hier einfach für dieses Biturbo-Gerät absolut das Richtige ist, aber auch mit anderen Akkus problemlos damit gearbeitet werden kann, aber nicht mit voller Leistung. Definitiv. Und man sieht hier, dass selbst so ein großes Gerät wie eine Kapp- und Gärungssäge auch mit unseren Akkus gut betrieben werden kann und man damit eben auch mit so einem Gerät mobil unterwegs sein kann. Ne? Ja. Ja, und wenn wir es jetzt schon von dem Thema Mobilität haben, vielleicht jetzt nicht unbedingt für unsere Kapp- und Gärungssäge, aber für unsere andere Geräte, dann kommen wir doch jetzt direkt mal zu Grund Nummer 4, warum man denn eigentlich das Bosch Professional 18-Volt-System haben muss. Ja, es ist schon allein wegen den tollen L-Boxen. Ja, würde ich auch sagen, weil da kann man sich richtig mit schmücken. Ich habe hier schon verschiedene da, vor allem der, es steht nicht so schön, andersrum steht er schöner drauf, da steht tatsächlich noch Sample drauf, das war so eins der ersten. Das ist unser neuestes Mitglied beim SDS Max, haben wir ja, der GBH 18V40 und der kommt unter anderem, ich stelle ihn auf die Seite, in dieser großen L-Box, ja. Früher gab es eben nur diese Handwerkerkoffer, die waren ja eher sage ich, ein bisschen umständlich und man konnte sie nicht stapeln. Und da haben wir jetzt hier diese L-Box, die kombinierbar ist mit kleineren L-Boxen. Das kann 18 und auch 12 Volt sein. Ich habe das bewusst so auch draufgestellt und habe die Geräte und kann natürlich hier auch wunderschön mit unserem Werkzeugkoffer, den haben wir auch schon das ein oder andere Mal gehabt, ja, mit entsprechenden Gürtel und Umschnallgürtel, den ich verwenden kann. Oder was ich mitgebracht habe, den habe ich bei mir tatsächlich im Raum. Da habe ich so ein Set mit unterschiedlichen Stichsägen und habe dieses Mobilitätsset mit diesen Einlagen. Das ist wunderbar. Und so gibt es eigentlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten. Und auch unsere Partner, der ein oder andere Partner, auch bei die Firma Fein zum Beispiel, die haben gesagt, Mensch, das ist einfach ein tolles System, das passt da nicht mit unserem Akku entsprechend. Der Kunde kennt das auch so und gehen da auch in die Richtung. Und auch viele andere, vor allem natürlich ist es passend in all, also von Sortimo in alle typischen Handwerkerautos, in diese Lieferwagen. Genau, ja. Und dann habe ich eben von Sortimo diese Einrichtung. Also nicht nur Akkukompatibilität mit unseren Partnern, sondern teilweise eben auch für das Mobility-System. Aber wenn ihr euch da noch mal näher für interessiert, was wir da so alles anbieten, dann wurde, glaube ich, gerade schon einmal eingeblendet. Da gibt es nämlich eine extra Live- und Blau-Folge zu, wo wir das noch mal ausführlicher gezeigt haben. Und dementsprechend könnt ihr da einfach mal im Nachgang reinklicken, wenn euch das noch interessiert. Da war sogar ein Fachmann und von Sortimo dabei. Ja. Jetzt mache ich hier auch noch Chaos. Tisch. Naja, gut. Es wird Zeit für Feierabend, aber nein, wir haben noch einen fünften Grund und den möchte ich euch natürlich jetzt nicht vorstellen.
vorenthalten, bevor wir dann noch einmal in die letzte Fragerunde mit Benny gehen. Und das habe ich vorhin auch schon angekündigt. Das ist nämlich das Thema, ja, was passiert denn eigentlich, wenn mal was passiert? Vor allen Dingen, wenn mal was zum Beispiel ab Werk einen Material- oder Herstellfehler hat und das eben auftritt. Und da wir eben von unserer Qualität der Werkzeuge und auch der Akkus und Ladegeräte, ganz wichtig zu erwähnen, überzeugt sind, bieten wir euch 3 Jahre Garantie, die ihr euch nämlich kostenlos holen könnt. Und dazu müsst ihr einfach euch auf Bro360 registrieren. Das gibt es als mobile App, also könnt ihr euch auf dem Smartphone runterladen oder aber einfach im Internet Bro360 eingeben. Und dann könnt ihr euch einmalig registrieren, alle eure Geräte, Akkus, Ladegeräte registrieren. Geht auch ganz, ganz simpel, indem ihr einfach nur scannt mit dem Handy zum Beispiel. Das heißt, ihr müsst nicht ewig irgendwas abtippen und so. Und dann gebt ihr das Kaufdatum an. Das geht nämlich nur bis 4 Wochen nach Kauf des Geräts oder Akkus. Und dann habt ihr schon 3 Jahre kostenlose Garantie und könnt dann im Fall, dass das Gerät eben mal defekt sein sollte, das bei uns ins Reparaturzentrum einschicken und bekommt dann da dementsprechend geholfen. Also das würde ich sagen, ist Grund Nummer 5 definitiv wert. Und bevor wir nochmal zu den Fragen beim Benny gehen, der letzte Grund 5.1 würde ich es jetzt einfach mal nennen, sind nämlich unsere Pro-Deals. Habt ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gehört. Wenn ihr nämlich ein 18-Volt-Gerät kauft, dann gibt es regelmäßig neue Aktionen. Wenn ihr das Gerät dann online registriert, dann bekommt ihr eine Prämie, ganz unterschiedlich. Es gab schon Akkus, es gab schon ein zweites 18-Volt-Gerät on top, Leuchten, Arbeitskleidung gab es, glaube ich, auch schon, unsere Heizjacken. Ja. Also es ist immer mal wieder was Neues dabei und ich würde sagen, das darf man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und entweder ihr erweitert euer bestehendes System oder ihr steigt einfach ganz auf das 18-Volt-System von Bosch Professional um, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal nach Pro-Deals zu schauen und dann da eben entsprechend auch das Gerät zu registrieren. So viel jetzt von meiner Seite. Ja. Was habt ihr denn noch für Fragen? Es gab natürlich noch ein paar Fragen und ich habe auch kurzerhand mal die Zuschauer gefragt, ob es okay wäre, wenn wir kurz ein paar Minuten überziehen, und 98% haben gesagt, jawohl, 2% müssen leider direkt gleich zum Abendessen. Also wir wollen euch natürlich nicht das Essen wegnehmen. Ihr könnt dann im Nachgang die paar Minuten natürlich auch noch anschauen auf YouTube. Die Streams bleiben ja immer auch noch zum Abruf im Nachgang verfügbar. Das gilt auch für die Kommentare oder Fragen, die ihr noch habt. Also alles, was wir jetzt nicht irgendwie sofort noch beantworten können, weil es waren extrem viele Fragen wieder, schreibt es einfach im Nachgang in die Kommentare und wir versuchen dann so schnell wie möglich auch die Kommentare dann im Nachgang mit unseren Experten hier nochmal zu beantworten. Und ja, ich würde aber trotzdem nochmal die ein oder andere Frage vielleicht stellen, die mir hier noch aufgekommen ist, und zwar war eine Frage, die man vielleicht ganz schön nochmal den Zuschauerinnen und Zuschauern da erklären kann, Roland, und zwar, warum denn eigentlich, wenn wir vom 18-Volt-System sprechen, die Akkus von Bosch Professional, also Bosch Blau und Bosch Grün, da gibt es ja auch 18-Volt-Akkus im Heimwerkerbereich, eben nicht kompatibel sind? Ja, also zum Ersten habe ich den Andreas noch hergeholt und gesagt, Mensch, da kommen bestimmt noch Zoll Fragen. Ja. Zu dem Akku an sich, natürlich blau und grün, das ist vor langer Zeit entschieden worden. Es gibt unterschiedliche Anforderungen beim DIY im Vergleich zum Handwerker. Der braucht diese Ströme 90 Ampere, natürlich jetzt zum Beispiel mit dem Procore. Der braucht diese Robustheit. Ja. Und von daher haben wir diese zwei Akkusysteme, grün und blau, natürlich mit diesen zwei Schnittstellen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Sehr schön. Vielen Dank. Und dann noch eine Frage, wenn der Andreas schon wieder reingekommen ist. Sehr schön. Und zwar fragen sich die Zuschauer, ja, wird es denn irgendwann auch mal Geräte geben mit 2 18-Volt-Akkus? Also um da nochmal mehr Leistung rauszuholen. Was können wir dazu sagen? Ja, kann man schon mal sagen, das wird es geben. Weil natürlich, es gibt ein gewisses Limit mit einem 18-Volt-Akku. Das sind so, ja, wenn man es vergleicht mit einer Leistung von einem kabelgebundenen Tool bis zu 1,8, 2 kW. Und wenn es eben darüber hinausgeht, da muss man dann mit 2x 18 Volt arbeiten. Und das haben wir natürlich auf dem Schirm. Und da wird es zukünftig auf jeden Fall was geben.
Also wieder mal ein kleines Geheimnis gelüftet hier im Livestream. Welche Geräte oder wo das dann nachher zur Anwendung kommen wird, das erfahrt ihr natürlich, sobald wir was dazu sagen können, sobald wir es auch überhaupt selber wissen. Ja, es ist ja auch nicht so, dass bei uns jeder alles weiß hier im Unternehmen. Deswegen freuen wir uns immer auf besondere Gäste wie den Andreas. Und ja, ich glaube, das wäre es dann auch. Wir schließen vielleicht ab mit einer Frage bzw. einem ganz besonderen Produktwunsch. Ja. Ihr habt viele Geräte in den Chat geschrieben, die ihr euch wünscht, 18 Volt, das nehmen wir natürlich alles mit. Viele M-Share-Partner, die ihr euch noch wünscht, nehmen wir natürlich auch alles mit. Aber ein Wunsch, der war ganz besonders, und zwar der 18 Volt Pizzaschneider. Also mal schauen, ob der irgendwann mal auf den Markt kommt. Wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein und stellen euch den dann natürlich auch in dem Livestream vor, wenn es denn soweit sein sollte. Ich schaue auch gerade schon ums Eck. Irgendwo ist die Pizza schon unterwegs. Wir schauen mal. Also wir haben natürlich jetzt auch Hunger, ihr bestimmt auch. Deswegen schließe ich die Social Media Corner und danke euch für eure rege Teilnahme wieder im Chat. Also es war wirklich wieder ein Spaß, eine Freude mit euch, die ganzen Nachrichten zu lesen, mit euch zu chatten, die Umfragen auszuwerten, anzuschauen, was ihr so nutzt, was euch bewegt, was ihr euch wünscht. Also wie immer, vielen, vielen Dank. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, YouTube, dann verpasst ihr keinen Livestream mehr und natürlich auch die Glocke einzuschalten, damit ihr immer erinnert werdet. Instagram, Bosch Professional Dach, wenn ihr noch nicht folgt, ebenfalls sehr zu empfehlen, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Sommerferien, schönen Sommerurlaub, wenn ihr vielleicht auch wegfahrt, genießt die Zeit, erholt euch, ladet eure Akkus auf, denn wir machen jetzt im Sommer von unserem Livestream im August auch eine Sommerpause. Wir sehen uns dann wieder im September in alter Frische, haben wir wieder tolle Themen, tolle Gäste und freuen uns, wenn ihr da draußen dann auch wieder dabei seid, ihr Handwerker und Profis da draußen, denn ohne euch wäre der Stream hier nichts. Ja? Deswegen, ich schaue nach der Pizza und ich würde sagen, Kyra, Andreas, Roland, ihr habt bestimmt auch Hunger, ich komme. Bis dann. Ich würde sagen, wir haben hier definitiv großen Hunger. Absolut. Aber bevor wir uns jetzt hier in den Feierabend verabschieden, einmal noch ein großes Dankeschön an euch für alle eure Fragen, für eure Ausdauer, dass wir auch mal wieder 12 Minuten überziehen durften. Aber wir wissen ja, dass ihr da gerne auch uns zuhört. Und da ist sie. Ein Tipp von mir: geschnitten bestellt, dann braucht man gar keinen 18 Volt Pizzaschneider. Oder aber wir schenken unserem Pizzalieferanten den Pizzaschneider, der dann jetzt irgendwann mal vielleicht entwickelt wird, auf den Markt kommt. Wer weiß, vielleicht ist da ja auch schon was in der Pipeline, man weiß ja nie so genau. Nee, wir lassen es uns jetzt schmecken. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Danke, Andreas, nochmal an dich, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Und wir freuen uns, wenn es im September weitergeht. Ne? Ja. Vielen Dank, habt einen schönen Abend und guten Appetit. Guten Appetit, ciao. Ciao.